Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, es ist sehr schön, dass wir unseren Zuschauern wieder eine gute Vermittlungsnachricht berichten können. Für die vor einer Woche vorgestellte in Gotha gefundene Bullterrierhündin haben sich zwar keine Besitzer gemeldet, dafür hat sie aber schon Interessenten. Das ist für die Hündin sicher der bessere Weg, denn die Tierärztin hat festgestellt, dass die Hündin unter schlimmsten Ohrmilben leidet. Ihre Vorbesitzer haben das Problem nicht behandeln lassen, sodass sie schon schlimme Ohrenschmerzen hat. Bald wird es der netten Hündin hoffentlich richtig gut gehen. Zuerst stellen wir heute eine sehr schöne, getigerte Katzendame vor, die am 9. August in der Ortrufer Marktstraße gefunden und zur Arche Noah gebracht wurde. Das Miezchen wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt. Die Katze ist menschengewöhnt und lässt sich gern streicheln. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt, dass sie ein Zuhause hat. Deshalb werden auf diesem Weg ihre Besitzer gesucht, denn dem Tigerchen gefällt es im Quarantänekäfig gar nicht. Das zweite gefundene Tier ist ein schwarzer Kater, der sehr ängstlich und dadurch angriffslustig in der Quarantäne sitzt. Wer sich ihm zu arglos nähert, bekommt die Krallen zu spüren. Der große Schwarze wurde in Tambach-Dietharz gefunden und wird auf ungefähr 10 bis 12 Jahre geschätzt. Wie es aussieht, meint Katrin Mattes, lebt er schon länger auf der Straße, denn sein allgemeiner Zustand ist nicht so schön. Das Morle hat Katzenschnupfen, der wahrscheinlich chronisch ist. Da der Kater kastriert ist, hofft die Tierheimleiterin, dass er vielleicht doch von seinen Menschen erkannt wird. Er wäre bestimmt sehr froh, seinen sicheren Heimathafen wiederzubekommen, denn im Alter braucht man doch seine Bequemlichkeiten.